Hallo Leute, hier ist da wieder euer Gravel Pit LP und wir befinden uns nicht dort, wo wir das letzte Mal uns verabschiedet haben, sondern wir befinden uns nun in der Vollversion. Ich hatte die Demo dieses wunderschönen Spiels zu Ende gespielt, die hatte aber einige Bugs, man kam an einigen Stellen überhaupt nicht weiter, musste da mit dem Debug-Mode ein bisschen rumbasteln, habe dann festgestellt, nachdem ich das durch hatte und die Vollversion geladen hatte, dass die Vollversion ganz woanders anfängt als die Demo-Version und hab dann gedacht, okay, da der Rest der Demo eh voll verbuggt war und so weiter und so fort, brechen wir die Demo einfach an dem Punkt ab, wo wir letztes Mal waren, schreiben in den Titel einfach Demo und fangen nun das Projekt in der Vollversion jetzt nochmal komplett von vorne an. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch und nun werden wir auch die Story komplett mitkriegen. Die Musik ist schon sehr mysteriös und wir wollen mal die Schilder lesen. Report, Criticisms, wir sollen also Kritik, alles klar. This was the unreleased beta, as such, it is a little broken. Leave feedback on the forums and be sure to mention anything that works, how it shouldn't work or is broken. If your character gets stuck, save and reload. Report bugs and be specified on the forum. Mein Englisch ist nicht das Beste, aber wir sehen hier vorne eine Wache. Erfahrene Zelda-Spieler würden jetzt sagen, Moment mal, wir befinden uns im Schloss der Prinzessin Zelda in Hyrule, oder wie ich immer sage, Hyrule. Und was hat denn die Wache zu sagen? Link, thank goodness you are here. We are being attacked. You must clear the invaders out of the castle. Do you understand what you must do? Yes. Wir haben es verstanden. Excellent. Please hurry. You should check with the guards on post in the castle town as well. Ja, meine englische Aussprache ist nicht die beste. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Es ist alles dunkel, Leute. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier bitteschön passiert. Wir sind im Schloss. Das ist ein ganz anderer Anfang, als wir ihn sonst von Zelda gewohnt sind. Und wir hören Creeper oder sonstiges. Damals im The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und das ist eine Nachbildung von Ocarina of Time. Denn hier sind normalerweise die Wachen gewesen, die uns davon abhalten sollten, zu Prinzessin Zelda zu kommen. Da haben wir Ganondorf hier in dem Schloss das erste Mal gesehen. Die absolut böse Macht, die es in Zelda gibt. Werden wir auch diesmal Ganondorf begegnen oder ist es dieser komische Azrath, den wir aus der Demo kennen, der hier alles verwüstet, der böse... Wow! Da wurde ich schon überrascht. Haben wir... Nein, unsere Leiste unten ist aus irgendeinem Grund weg. Ich weiß nicht, ob die vielleicht da war oder ob ich das aus der Demo noch so im Kopf hatte und die eigentlich gar nicht da ist. Aber eigentlich sollte die schon da sein. Nun gut, wer weiß, wo die hin ist. Aber sehr, sehr gut nachgemacht hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Die OOT-Map, so würde ich es mal nennen. Wirklich sehr, gefällt mir sehr gut. Hier vorne, wenn wir uns daran erinnern, da sind wir nur rübergekommen, indem wir Marlons Vater geweckt haben mit einem Huhn und dann die Milchkisten verschoben haben. So haben wir uns damals als kleiner Link hier rein geschummelt. Hier können wir gar nicht hoch. Oh mein Gott, da war wohl noch ein Creeper. Okay. Und hier kommen wir gar nicht lang. Alles klar, wir müssen also hier unten lang. Ich wollte jetzt einfach den Weg zurückgehen, den ich aus OOT kenne. Oh mein Gott, Leute. Was erwartet uns hier? Cutscenes kann man ja, glaube ich, hier nicht so gut einbauen. Aber das wäre doch mal richtig geil. Minecraft auch noch mit richtig heftigen Cutscenes, Leute. Wie geil würde das denn kommen, wenn wir hier gleich Ganondorf sehen, der aus dem Schloss reitet? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh. Und ganz viele Skelette hier. Dort hinten brennt es. Das Castle, Schloss von Hyrule, scheint ein bisschen hier in Flammen zu stehen. Nein, das war natürlich mal wieder so ein klassischer Gravel-PCT-Fehler. So, komm. Jump-Action haben wir in den letzten Maps, in den letzten Jahren genug geübt. Jetzt kommt es nur darauf an, auch den richtigen Weg zu finden, der hier definitiv nicht ist. Aua. Und unser Linker hat immer noch die Eck. Animation des Sounds. Hier sind wir doch jetzt draußen, oder nicht? Ich gehe mal da hinten gucken.
rein aus Interesse einfach mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nein, hier scheint nur etwas ein verschlossener Weg zu sein. Dort geht es hoch. Können wir aber leider nicht hoch. Und nun gehen wir heraus. Und sehen wieder Bäume, die brennen. Und ganz viele Monster. Aha, sehr interessant. Der Gegner und Monster mit Pfeilen. Das ist natürlich keineswegs so vorteilhaft. Denn wir haben kein Schwert. Gegen die Pfeile sind wir nicht gerüstet. Gewappnet. Okay. Wo laufe ich denn jetzt hier lang? Das ist der Weg. Oh, Leute, das ist... Eigentlich müsste ich sogar ein Vergleichsvideo mal mit OOT machen. Und hier! Ey, haben sie das echt nachgebaut? Das gibt's doch gar nicht. Wahrscheinlich kommen wir hier später noch rein und werden dort den... ach, wie hieß die nochmal? Dante? Nee, Dantes Inferno war was anderes. Das war ein Spiel, glaube ich. Nairu? Nein. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Von der Fee auf jeden Fall werden wir dort einen Stein bekommen. Wenn es so ist wie im Zelda. Ich vergleiche gerade viel mit dem Zelda. Ich weiß. Hier müsste es gleich runtergehen. Haben sie das auch nachgebracht? Ja, ja, das haben... Wow, das war ein bisschen zu stürmisch, Link. Castletown. Ah, richtig. Sogar hier mit einem Ladebildschirm ist das in der Originalversion, in der Vollversion. Und da sehen wir den Marktplatz von Hyrule. Wir sehen, er scheint in Flammen. Es ist sehr dunkel. Haben wir nicht noch irgendwo... Wir haben... Moment, unser Inventar. Nein, wir haben kein Licht. Aber wo haben wir denn jetzt mein Schwert? Da. Haben leider kein Torchlight dabei, damit wir uns hier mal das Ganze etwas erhellen könnten. Und mal etwas mehr sehen könnten, weil ich glaube, ihr seht sehr, sehr wenig. Und ich sehe gerade auch sehr, sehr wenig. Aber das gehört zur Atmosphäre, Leute. Und hier brennt alles. Stadt Hyrule brennt, Leute. Alles ist burning. Burning down. Oh mein Gott, können wir das ausmachen? Ja, wir können das Feuer ausmachen. Das heißt, theoretisch könnten wir hier sogar ein bisschen Hilfe leisten. Die Feuerwehr von Zelda Shadowgate in Minecraft. Nein, das ist nicht gut. Bitte lasst mich durch. Ach, du liebe Zeit, Leute. Hyrule oder Hyrule, wie ich es zu sagen pflege, brennt. Was ist hier los? Oh oh. Ah, ich bin ja gleich mal auf die hylianische Steppe bekannt. Ich bin auf die hylianische Steppe bekannt. Wisst ihr Bescheid, Leute. Alter, erschreckt mich mal mehr, Monster. Ich meine natürlich gespannt. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Alles steht in Flammen. Wo geht's hier raus, Leute? Kriegen wir nicht irgendwo noch ein Schild oder sowas? Da ist eine Wache. Alles klar. Was ist da los, Wache? Was passiert? Hurry, Link! This way! Kakariko is burning! You must try to save the people there! Was? Kakariko brennt auch? Hier kommen wir nicht durch. Warum brennt denn auch Kakariko? Kakariko Village, wir gehen also direkt nach Kakariko, werden nicht über die hylianische Steppe geleitet. Sehr, sehr schön gemacht hier mit diesem Loading-Bildschirm, muss ich mal an der Stelle sagen. Und wo sind wir? Wir befinden uns Tatsache in Kakariko, Leute. Und es brennt tatsächlich. Ach, du liebe Zeit. Auch Kakariko brennt. Das heißt, eigentlich brennt das ganze Königreich. Alles. Kakariko brennt. Hyrule brennt. Alles ist in Flammen. Oh nein. So, hier, ich glaube, im Zelda hinterher wohnt hier der Marlons Vater da. Die Schnarchnase, die du nie wecken konntest. Oh, den Brunnen gibt es natürlich auch. Dark, narrow, scary, well of three features. Können wir da runter? Ich gehe einfach mal. Ja, das gibt's doch nicht. Später werden wir wohl auch dort runter können. Mich stört's ein bisschen. Und wir kommen nicht mehr raus. Doch, wir kommen raus. Puh. Wo sind denn jetzt die Leute hier? Wo soll ich denn Leute retten? Hör mal, Leute, alles brennt. Hier im Skulpturhaus vielleicht jemand. Geil gemacht, Leute. Wir haben sogar echt die Skulpturhaus-Spinnweben dahin geklatscht. Ich glaube es ja nicht. Das Original ist viel geiler als die Demo. Das kann ich euch schon jetzt sagen. Also ich finde es schon jetzt wesentlich geiler als die Demo.
Oh mein Gott. Aber wo soll ich denn jetzt... Ist der Boris auch da? Ah, nee, wir gehen erstmal in der Hütte gucken hier. Die ist verschlossen. Kommen wir nicht durch. Schade. Ist denn der gute Boris auch auf seinem Friedhof? Und bewacht die Gräber der Königsfamilie? Graveyard. Here lie the souls of those who swore fealty to the royal family of Hyrule. The Shikar, guardians of the royal family and founders of Kakariko. Watch over these spirits in their eternal slumber. Ja, die, das ist ein Portal-Dingens. Da braucht man aber einen Krafthandschuh für. Ja, die Shikar haben Kakariko Tatsache errichtet. Das mag der ein oder andere vielleicht gar nicht wissen, gerade die Leute, die mit Zelda nicht so bekannt sind. Impa hat damals hier, meine ich, Royal Family's Tomb. Ich meine, Impa war es, die früher hier das Ganze komplett gegründet hat. Und da oben, es gibt den Shadow Temple, ich werd nicht mehr. Auf alles wurde hier wirklich Wert gelegt. Und hier ist ein Grab offen. Was finden wir hier? Eine Truhe. Unser Schild?